Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich mit euch über Hygiene im Bereich Beauty sprechen. Aber bevor es losgeht mit dem Video, möchte ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren und den Notify-Button zu drücken, also diesen Button mit der Glocke, damit ihr notifiziert werdet, sobald ich neue Videos online stelle. Danke! So, ich habe mir gedacht, in diesem Video rede ich mit euch ein bisschen über das Thema Hygiene im Bereich Beauty, weil ich einfach finde, dass das teilweise schon sehr vernachlässigt wird. So, zuallererst habe ich mir gedacht, reden wir mal über Pinselreinigung. Also, ich habe schon viele Videos gesehen, wo immer wieder gesagt wird, naja, ich reinige meine Pinsel nur so einmal in der Woche. Und da muss ich sagen, da stellt es mir richtig die Haare auf. Also wenn jemand sagt, er schminkt sich täglich mit seinen Pinseln, er oder sie, und er oder sie reinigt sie nur einmal pro Woche, dann finde ich das echt zu wenig. Also als Make-up-Artist lernt man an und für sich, dass man seine Pinsel, wie soll ich sagen, also täglich reinigt. Und wenn man mehrere Personen schminkt, an und für sich versucht, für jede Person quasi so ein eigenes Set zu haben. Also man versucht wirklich, dass man die Pinsel nicht vermischt, weil man einfach, wie soll ich sagen, jeder hat so, auch wenn man die Haut reinigt, man hat ja Bakterien drauf auf der Haut und man geht mit den Pinseln natürlich auf die Haut drauf und ja, diese Bakterien sind dann im Pinsel drin und die kann man dann natürlich auf die anderen Leute übertragen. Dasselbe Problem habt ihr irgendwie zu Hause auch. Es ist jetzt so, dass ihr euch quasi mit euren Pinseln schminkt, die am Abend quasi, weiß ich nicht, irgendwo in so einen Behälter reingebt und die sind jetzt dreckig. Die haben jetzt alles Mögliche von der Haut oben, irgendwelche Schüppchen, irgendwelches Zeug, Dinge, die ihr eigentlich nicht sehen könnt. Aber es ist so, dass diese Bakterien, die da drauf sitzen, da quasi Party feiern und sich irgendwie so vermehren. Ja, also ich persönlich muss sagen, ich würde diese Pinsel jetzt nicht wahnsinnig oft verwenden. Also im absoluten Notfall nehme ich die zweimal hintereinander, danach ekelt mir schon so sehr, muss ich sagen. Ja, also ich würde es nicht machen und ich würde es euch auch nicht empfehlen. Also gerade wenn irgendwer von euch sowieso eine unreine Haut hat, der soll wirklich darauf achten, seine Pinsel regelmäßig zu waschen. Also ich sage jetzt nicht jedes Mal seine oder ihre Pinsel, fühlt euch bitte angesprochen. Ja, also bitte wascht eure Pinsel regelmäßig. Ansonsten braucht ihr euch teilweise echt nicht wundern, wenn ihr irgendwelche Hautunreinheiten habt, weil es einfach auch durch dieses ewige Fortpflanzen der Bakterien innerhalb des Pinsels kommt. Ja, Pinselreinigung. Oft sagen ja auch die Leute, naja, ich reinige meine Pinsel nicht so oft, weil der Pinselreiniger so teuer ist. Ja, sicher, es gibt eigene Pinselseifen und Pinselshampoos. Kann ich euch nicht sagen, was jetzt besser ist. Das müsst ihr so ein bisschen für euch rausfinden und für eure Pinsel. Tut mir leid wegen der Stimme. Ich habe heute irgendwie was im Hals stecken. Wenn ihr sagt, euch ist jetzt wirklich der Pinselreiniger zu teuer, dann gibt es noch eine andere Methode. Die hört man auch im Internet sehr oft. Und zwar, man nimmt Baby-Shampoo und Olivenöl. Beim Olivenöl würde ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie von Medikamenten oder so, von irgendwelchen Fläschchen, eine Pipette übrig habt, dass ihr euch die auswascht, desinfiziert und für das verwendet. Und zwar muss man nur wenige, also man muss wirklich eine ganz kleinen Klecks Olivenöl in eine Schüssel geben, dann ich würde sagen maximal ein Drittel und den Rest quasi Shampoo. Das vermischt man dann und das kann man zum Pinselreinigen verwenden. Es ist so, dieses Shampoo reinigt quasi den Pinsel und das Olivenöl ist dazu da, dass es den Pinsel pflegt, also die Haare pflegt, dass sie nicht austrocknen. Verwendet ihr zu viel Olivenöl, wird euch auffallen, dass die Pinsel vorne so ein bisschen zusammenkleben. Also ich habe hier einen Pinsel,
Das wäre jetzt zum Beispiel so ein ganz buschiger Pinsel. Und ihr würdet dann sehen, dass der so ein bisschen fettig ist und klebt. Also der würde nicht so trocken buschig sein, sondern wäre dann fettig. Und man würde dann folgenden Effekt teilweise sehen. Man würde sehen, dass da so ein Spalt drin ist. Aber also er würde sich vorne quasi spalten. Wenn ihr das seht, dann habt ihr eindeutig zu viel Olivenöl verwendet, dann ist der Pinsel zu fettig geworden und es ist quasi nicht in den Haaren aufgenommen worden. Und ja, wenn das passiert, also gerade bei so Concealer-Pinseln oder so, ist es dann besonders blöd, weil wenn ihr den Concealer dann auftragt und es gespalten, dann sieht man natürlich überall die Striche, weil er quasi so ein bisschen reinschneidet. Ja, also da würde ich wirklich, würde ich mir mit einer Pipette behelfen und einfach ein paar Mal herumprobieren, wie es denn am besten läuft. Ja, die Griffe. Ich weiß nicht, wie ihr das verwendet. Als Make-up-Artist lernt man nämlich folgendes. Ich nehme jetzt mal kurz einen Concealer. Als Make-up-Artist darf man nicht mit den Fingern in sowas reingreifen. Warum? Ich übertrage die Bakterien meines Fingers da rein. Es ist natürlich desinfizieren wir uns immer die Hände. Es ist allerdings trotzdem so, dass man vielleicht irgendwo unter dem Fingernagel ein bisschen Dreck hat und es verleiht dem Kunden einfach das Gefühl, wenn du da jetzt reingreifst, dass das Ding verunreinigt ist. So, wie machen wir das jetzt? Wir fahren mit dem Pinsel rein, holen das quasi raus, streichen uns das da auf den Handrücken und mischen das auch dort. Also als Make-up-Artist ist der Handrücken dein Mischpult. Deswegen ist er bei Make-up-Artists auch immer dreckig. Und man sieht auch in den diversen Videos, dass wenn jemand Make-up-Artist ist, derjenige immer auf dem Handrücken alles anmischt. Es ist auch so, dass viele Beauty-Produkte darauf ausgelegt sind, mit Wärme zu reagieren. Und da reicht eigentlich die Wärme der Haut quasi aus. Ja, also ich würde euch grundsätzlich empfehlen, auch wenn es umständlich ist, dass ihr zu Hause auch nicht jetzt so mit dem Finger reingeht in die Produkte und auch nicht direkt mit dem Pinsel reingeht, weil ihr den Pinsel eigentlich ziemlich verklebt und da könnten dann Haare kleben bleiben und irgendwie sieht das total eklig aus. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr das auch quasi mit dem Rücken, also mit dem Ende des Pinselstiels macht, rausnehmt. Und dann müsst ihr natürlich beim Pinselwaschen auch immer darauf achten, die Rückseite, also das Ende quasi zu waschen. Ansonsten klebt es immer drauf. So, falls sich jemand fragt, warum eigentlich auf meinem Pinsel, man sieht es jetzt, glaube ich, so ein bisschen, jetzt müsste man sehen, warum da so ein blauer Klecks drauf ist. Das ist so ein Kniff, also als Make-up-Artist kennt man das, man lernt es auch in den Make-up-Artist-Schulen. Ihr habt natürlich das Problem, in der Make-up-Artist-Schule haben wir alle Pinsel. Und ab und zu tauscht man auch so ein bisschen zusammen. Zum Beispiel hat die Kollegin heute ihren Lidschattenpinsel vergessen und jetzt muss sie euren ausborgen und so weiter und so fort. Und die Dinger sind ja nicht ganz billig. Und deswegen möchte man die auch zurückhaben. Und die eine Methode ist entweder man klebt da vorne was drauf. Die ist erstens mal ein bisschen blöd, ihr seht das jetzt auch. Also die Optik vom Pinsel wird natürlich gestört durch sowas. Das zweite ist, beim Waschen gehen diese Dinger meistens runter, also egal welches Klebeband ihr verwendet, beim Waschen geht das dann irgendwann nochmal runter. Die nächste Variante, die ich kenne, ist, die haben sie uns auch in der Schule erklärt, ihr nehmt einfach einen farbigen Nagellack und zwar in irgendeiner Farbe, von der ihr glaubt, dass die jetzt irgendwie halbwegs einzigartig oder komisch oder sowas ist. Also wenn es irgendwelche Spezialfarben gerade gibt, irgendwas ganz was Komisches, von dem ihr glaubt, dass das sonst keiner hat, ist das ideal. Einfach, auch aus dem Grund, es kann ja sein, wenn ihr einen Job habt, dass dort mehrere Make-up-Artists vor Ort sind. Und es kann natürlich auch passieren, dass ihr zufällig dieselben Pinsel habt. Und anscheinend, also ich habe ja noch nicht gearbeitet jetzt als Make-up-Artist, aber anscheinend ist das jetzt nicht so unüblich, dass die entweder geklaut werden oder ganz versehentlich eingepackt werden. Ja, und wie gesagt, solche Pinsel sind teuer und man möchte die nicht dauernd neu kaufen. Also, wenn ihr vielleicht auch dasselbe Problem mit eurer Schwester oder so habt, dann könnt ihr natürlich eure Pinsel markieren und zwar mit Nagellack. Empfehlenswert ist natürlich zuerst einen Farblack aufzutragen in zwei Schichten
und dann nochmal mit einem Klarlack drüber zu gehen, weil er dann einfach nicht so leicht runtergeht. Ja, und wie gesagt, ich empfehle euch auch in die Produkte immer quasi mit einem Stiel reinzugehen. Das ist natürlich nur so bei Flüssigprodukten, also bei Lidschatten oder sowas, also bei pudrigen Dingen ist es natürlich nicht so. Also bei Lidschatten geht man mit dem Pinsel rein, bei einem pudrigen Contouring geht man auch mit dem Pinsel rein, bei einem pudrigen Blush geht man mit dem Pinsel rein. Was man beim Puder normalerweise, wie soll ich sagen, also beim Kompaktpuder ist es schon so, dass man da quasi mit der Quaste reingeht. Als Make-up-Artist nimmt man aber für die erste Puderschicht, also für das Setting quasi, nimmt man normalerweise loses Puder. Und dieses lose Puder, dann nimmt man, so ein netter Trick, man nimmt so ein Taschentuch. Also normalerweise liegt es natürlich am Tisch. Ihr nehmt das lose Puder, kippt so ein... Wir wissen natürlich, was wir an Menge brauchen. Die Menge, die ihr glaubt, die kippt ihr dann so rein. Wir Make-up-Artists mischen ja die losen Puder auch. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass das lose Puder schon dem Hauttypen entspricht. Das heißt, wir mischen die erste Farbe rein und die zweite und maximal noch eine dritte Farbe. Und dann klappt man das so zusammen. Wirklich, dass da nichts mehr offen ist. Dann schüttelt man es so, also nicht so, sondern nur so ein bisschen hin und her schütteln. Und so ein bisschen im Kreis, dass sich das gut vermengt. Und dann macht man das auf und dann nimmt man dieses Puder mit der Quaste auf. Und bevor man auf die Haut geht, kreist man hier nochmal so auf dem Handrücken. Erst einmal zerkleinert man dadurch das Puder nochmal und zweitens wärmt man es so ein bisschen auf. Und die Quaste nimmt es natürlich auch besser auf. Wenn er nämlich jetzt nur so mit der Quaste reingeht und so aufs Gesicht, hat die Quaste das noch nicht so richtig aufgenommen. Das hängt so lose oben und genauso lose fliegt es dann aufs Gesicht. Und das ist eigentlich nicht, was ihr wollt. Ja, das ist aber jetzt nicht unbedingt die Hygiene. Was ist noch bei der Hygiene? Was mir wahnsinnig oft auffällt und was eigentlich nicht so erwähnt wird, ist, als Make-up-Artist und auch ihr zu Hause, man wäscht sich normalerweise vor dem Schminken die Hände. Also es ist ganz wichtig, dass ihr euch bitte vorher die Hände wäscht. Weil vielleicht wart ihr gerade auf der Toilette oder ihr habt gerade gegessen oder keine Ahnung, ihr habt gerade die Katze gestreichelt. Man soll sich immer die Hände waschen. Als Make-up-Artist, und ich würde es euch auch für zu Hause empfehlen, gibt man danach so ein Desinfektionsmittel auf die Hände. Da gibt es auch speziell welche für die Hände, damit es nicht so austrocknet, weil es gibt da so Desinfektionsmittel, da kriegst du eine richtig trockene Haut. Ich zum Beispiel habe von Balea, Entschuldigung, es dreht wieder, meine Tränen, wie ich sie hasse. Na gut, also ich habe von Balea das Hygiene-Handgel zum Beispiel. Kann man das jetzt so ein bisschen... Das spiegelt immer so... Ich habe so eine Hygiene-Handgel. Das gibt man sich dann einfach so an. Aufdrehen. Gibt man sich so auf die Hand. Und dann desinfiziert man seine Hände. Was ich euch total empfehlen würde, ist, wenn ihr euch die Hände desinfiziert und ihr schminkt jemand anders, denkt immer dran, dass es so ein bisschen ausrauchen muss. Das riecht jetzt sehr angenehm. Es gibt aber sehr starke Desinfektionsmittel, die riechen auch sehr stark, aber nur ganz kurz. Und wenn ihr in dieser kurzen Zeit gleich zum Kunden oder zu demjenigen, den ihr schminken wollt, hingeht und gleich so in Richtung Gesicht fasst, dann werdet ihr gleich dieses Boah erleben. Weil für den ist es, der bekommt fast keine Luft mehr, weil der Gestank so intensiv ist. Also das ist ganz kurz so richtig, richtig ätzend stark. Und das will eigentlich keiner, dass er das riecht. Also einfach desinfizieren und noch ein bisschen so schütteln und dann ist es eigentlich für gewöhnlich vorbei. Was auch immer gut kommt, also wenn ihr euch die Augenbrauen zum Beispiel zupft,
Augenbrauen zupfen oder mit diesen Augenbrauenmessern arbeitet, dann einfach auch bevor ihr sie zupft, gebt da ein bisschen Desinfektionsmittel raus, gebt es vorne auf die Pinzette rauf, desinfiziert die Stelle, wo ihr normalerweise an die Haut geht, genauso wie beim Augenbrauenmesser einfach über die Fläche kurz ein bisschen Desinfektionsmittel drüber tun. Vor allem, wenn ihr andere Leute damit behandelt, was einfach hygienischer ist. Man verbreitet dadurch einfach viel weniger Keime und die Leute haben viel weniger Probleme mit unreiner Haut. Ja, das ist mir eigentlich sehr am Herzen gelegen, weil die Leute einfach auf das nicht so achten. Was auch ein wahnsinnig oft benutztes Produkt ist, ist dieser, also Produkt ist gut, Tool, ist dieser Beauty Blender. Ihr seht jetzt gerade, meiner ist ziemlich dreckig. Ja, wenn ihr den, also es gibt ja einen eigenen Cleaner dafür, ich verwende den ehrlich gesagt nicht. Ich mache es entweder mit Duschgel, muss ich ganz ehrlich zugeben, also meiner lebt immer noch, ich habe den jetzt schon über 2 Jahre oder so. Lebt immer noch, funktioniert immer noch, ist noch genauso weich wie am Anfang. Und ich habe mit manchen Make-ups so das Problem, dass die irrsinnig färben. Also gerade diese mit Full Coverage, so wie ich heute eins oben habe, weil ich so ein bisschen mit Akne zu tun habe heute, die färben zum Teil sehr stark. Also da ist es dann so, dass die zwar, wie soll ich sagen, heller werden, aber die Farbe an sich nicht rausgeht. Wenn ihr das Problem habt, dass irgendwo die Farbe nicht rausgeht, dann empfehle ich euch was, was eigentlich relativ günstig ist, was ihr überall bekommt, und zwar eine Kernseife. Omas Kernseife ist da ganz toll. Ist wirklich billig und ihr macht sie einfach nass, reibt es rein, quetscht es und da geht es wunderbar die Farbe raus. Es ist natürlich so, also bei Schwämmen weiß ich es jetzt nicht so, aber wenn ihr jetzt Pinsel reinigt und das rein mit Seife tut, trocknet ihr den Pinsel innerlich aus und irgendwann wird er kaputt. Dann hält er einfach nicht so lange. Gerade wenn ihr teure Pinsel habt, das dreht wieder, ist das natürlich ganz böse. Genau, was beim Pinselwaschen auch ganz wichtig ist, das habe ich vorher vergessen. Die Pinsel haben, und es wird auch ganz oft angeführt, dass sie eine spezielle Zwinge haben. Das vorne hier ist die Zwinge. Hier sind, hier ist quasi auf dem einen Ende der Stiel, mehr oder weniger so ein bisschen, manchmal sogar ein Gewinde, und ist da quasi verklebt. Und da vorne sind dann die Haare mehr oder weniger drin. Und da ist auch ein Kleber drin. Jetzt kann es sein, wenn ihr beim Waschen nicht darauf achtet, dass das Wasser quasi nicht da hochkommt, dass das Wasser da eben schon hochkommt und den Kleber lösen anfängt. Wenn der Kleber gelöst wird, dann lösen sich auch die Haare aus eurem Pinsel. Und das wollt ihr natürlich nicht. Das ist dann ganz furchtbar, wenn euer Pinsel die Mauser bekommt. Es kann natürlich auch sein, wenn ihr euch einen Pinsel neu kauft, dass der die totale Mauser hat und ständig quasi seine Haare verliert. Da soll man allerdings normalerweise mit dem Hersteller reden. Normalerweise ist das ein Produktionsfehler. Es kann auch sein, dass einfach auf einmal nach dem Waschen alle ausgehen. Das ist ein Produktionsfehler. Normalerweise bekommt ihr dann entweder euer Geld zurück oder ein Tauschset und dann ist alles erledigt. So, beim Waschen solltet ihr einfach darauf achten, dass es quasi nur das Wasser nach unten hinkommt und ihr es auch nicht irgendwie raufpresst. Was vielleicht auch noch wichtig ist beim Trocknen, ich persönlich verwende so einen Trockner, das ist, wie soll ich sagen, Pinseltrockner, das ist ein Gestell, quasi so ein Sockel und da oben ist so ein Brett drauf mit lauter Löcher und da kann man dann quasi den Pinsel von unten nach oben durchschieben, der bleibt dann quasi drin, hängt nach unten und so trocknet er dann. Und dann kann man das quasi den ganzen Tag stehen lassen, braucht keine Angst haben, dass es in die Zwinge reinläuft. Und ja, der Pinsel bleibt einfach länger gut. Man kann es auch machen, dass man sie horizontal trocknet. Ja, ist halt je nachdem, wie es dann wirklich liegt, kann es halt sein, dass doch ein bisschen schief ist und in die Zwinge reinläuft und ansonsten eben nicht. Müsst ihr drauf achten. Wo ihr auch drauf achten solltet, ist, man soll die an und für sich nicht auf die Heizung legen zum Trocknen. Meine Lehrerin auf der Make-up-Schule hat das immer gemacht und hat gesagt, sie hat noch nie Probleme.
Ich persönlich mache es nicht, weil ich es in so vielen Büchern von Make-up-Artists gelesen habe, dass es einfach total problematisch ist und ich einfach nicht riskieren will, dass meine Pinsel kaputt werden, weil die einfach teilweise schon sehr wertvoll sind. Was auch so ein cooles Hilfsmittel ist, das kennt sicher jeder, und zwar für die Pinsel zum Reinigen gibt es auch so Silikonpads. Da könnt ihr einfach so ein bisschen so sanft drüber streichen, wenn ihr da quasi die Pinselseife drauf habt, und dann geht einfach die Farbe leichter runter. Wir haben es in der Schule nur gelernt, dass man es quasi in der Hand macht oder einfach so ausdrückt. Tut mir leid. Sorry. Ja, im Prinzip reicht es normalerweise. Ja. Mich juckt es immer noch. Entschuldigung. So, in dem Fall nochmal desinfizieren. Bevor ich die restlichen Sachen noch angreife. Ja, ihr solltet natürlich auch darauf achten, bevor ihr Kosmetika weitergebt, dass ihr die auch irgendwie desinfiziert. Wenn ihr einen Lippenstift weitergebt, Lippenstift zum Beispiel ist auch so eine Sache, Lippenstift und Lip Liner, geben wir als Make-up-Artist nicht, also Lip Liner schon, den geben wir direkt auf die Lippen. Es ist allerdings so, bevor wir jemanden den raufgeben, spitzen wir vorher ein bisschen was ab. Dann geben wir ihn rauf, das heißt, wir haben die oberste Schicht abgenommen, die quasi verunreinigt war, geben den rauf, und wenn der nächste Kunde kommt, dann spitzen wir wieder ein bisschen was ab und dann geben wir erst was rauf. Beim Lippenstift ist es ein bisschen anders, also Lippenstift gibt man als Make-up-Arzt normalerweise nicht direkt drauf, sondern man gibt den Lippenstift hier quasi so ein bisschen drauf und nimmt es dann mit dem Pinsel auf. Und wenn man so Lippenstift im Pfännchen hat quasi, also in so einer Palette, dann nimmt man den einfach wieder mit dem Stielende auf. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ja, Make-up, für die, die es noch nicht gemacht haben und sich immer denken, ach, in der Drogerie, da bekomme ich ja nicht den Ton, den ich gern hätte. Ihr könnt es durchaus genauso wie ein Make-up-Artist einfach mischen. Ihr kauft euch einfach die Töne, von denen ihr glaubt, dass die gemischt quasi den Hautton ergeben. Und gemischt wird immer auf dem Handrücken. Also ihr gebt euch einfach die Kleckse auf den Handrücken nebeneinander hin, vermischt es mit den Fingern. Und ganz wichtig, jetzt brauche ich noch was. Ganz kurz. So ein ganz wichtiger Punkt, das gilt für Foundation und Make-up. Sehe ich ganz oft im Internet, hat eigentlich jetzt nichts mit Hygiene zu tun, aber weil wir gerade dabei sind. Ihr wollt jetzt in der Drogerie austesten, ob eure Foundation oder euer Make-up passt. Es ist so, als Make-up-Artist, also zumindest bei uns, wird man nicht gelehrt, einen falschen Hautton zu verwenden. Man wird gelehrt, dass man keinen helleren als den hellsten Hautton verwendet, auch wenn die Haut eventuell heller ist, weil der hellste Hautton quasi, den man so kaufen kann, ist normalerweise eh schon der, wo man sagt, naja, alles was heller ist, ist der, das siehst du krank aus, also nimmst du normalerweise den. Aber man verfälscht die Hautfarbe normalerweise nicht. Hat den ganz einfachen Grund, es kann ja auch sein, auch beim Model, dass sie ein Foto so machen oder so machen oder so. Und jetzt wäre es natürlich total blöd, wenn das Gesicht dunkel geschminkt wird, auch wenn ihr jetzt wirklich da quasi den ganzen Ausschnitt mitschminkt und man da nichts sehen würde. Dann macht ihr ein Foto so und plötzlich sieht man, ach, die hat ja eine ganz andere Hautfarbe. Ist irgendwie blöd. Ja, die meisten sind ja dann auch noch so schlau und schminken nur das Gesicht. Da so ein bisschen Übergang und der ganze Hals ist dann in einer total anderen Farbe und leuchtet furchtbar. Man könnte jetzt sagen, ja, so dem Otto-Normalverbraucher fällt es nicht auf. Als Make-up-Artist wird ja das Auge sehr geschult auf Farben. Als Make-up-Artist erkennt man auch, je länger man die Ausbildung macht, erkennt man immer mehr Farben, immer mehr Farbunterschiede. Man sieht die Farben wirklich exakter.
was einem vorher gar nicht so aufgefallen ist, weil man einfach drauf trainiert. Deswegen als Make-up-Artist dreht einem sich da der Magen um, weil man sich denkt, oh mein Gott, das geht gar nicht. So, und wenn ihr jetzt das Make-up testen wollt, ob das, also ihr habt das jetzt angemischt und die, oder die Foundation, wollt wissen, wie es geht, wie es passt. Die meisten verblenden das ewig. Jetzt ist es so, wenn ihr so ganz leicht neben eurem Hautton seid, verblenden könnt ihr das Ding ja immer. Weil irgendwann einmal ist das schon so wenig Produkt auf der Haut, dass man quasi den Übergang sieht. Testen tut man es an und für sich so. Ich tue jetzt einen Ohrring raus. Man nimmt was auf den Zeigefinger und klopft das am Hals so rauf. Man wird jetzt so ein bisschen sehen, also ganz hundertprozentig passt das jetzt auch nicht. So, so klopft man das ein. Und wenn das eingeklopft passt, dann ist es okay. Ihr müsst natürlich immer schauen, was habt ihr für ein Licht in der Drogerie. Vielleicht klopft ihr was auf, geht kurz raus, wenn das jetzt eine Drogerie ist, wo man rausgehen kann, ins Freie, dann geht ihr vielleicht mit der Freundin raus und fragt, hey, wie sieht das jetzt aus, so im Tageslicht, weil oft haben die ja auch so verfälschtes Licht in der Drogerie, dass man es gar nicht richtig sehen kann. Ja, aber man verwischt es jetzt nicht ewig lang, sondern man klopft das ein. Verfälscht man die Farbe nicht, ja, und dann sieht man sich das an. Und so kann man das auch testen, ob die Farbe wirklich stimmt. Dann hat man auch nicht das Problem, dass es dann ganz komisch aussieht. Ja, sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr so viel ein, was da war. Eigentlich war wirklich das Pinselreinigen ist mir sehr am Herzen gelegen, dass man einfach mal erwähnt, dass es viel öfter gemacht gehört und dass es auch nicht so teuer sein muss, dass man jetzt die Pinsel reinigt. Und auch das Händewaschen und das vielleicht so ein Desinfektionsgel. Es tut wirklich keinem schlecht, wenn er sowas zu Hause hat, ab und zu seine Tools, die er so hat, Pinzetten und ähnliches mal zu reinigen. Und ich glaube, da fällt keinem so der Zacken aus der Krone. Es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt so der Aufwand ist. Bei den Pinseln ist halt, sagen dann viele, ja, die dickeren Pinsel, die brauchen ja länger als einen Tag zum Trocknen. Ja, dann muss man sich halt doch mal Weihnachten oder zum Geburtstag ein zweites Set wünschen. Dann kann man so ein bisschen abwechseln. Dann nimmt man einmal das eine Set und einmal das andere Set. Oder man schaut, wenn wieder mal Aktionen sind, ob man da irgendwas Günstiges bekommt. Oder wenn, es ist ja auch oft so, dass Drogerien manchmal ihre Produkte aussortieren, weil sie einfach nicht verkaufen können. Da sind auch oft Pinsel dabei. Da kann man vielleicht dann den einen oder anderen quasi erwischen. Und dann hat man ein zweites Set zusammen und kann da einfach ein bisschen tauschen. Ich denke, also das ist meistens nicht so das Problem. Meistens ist eher die Ausrede, ich habe keine Zeit oder braucht man ja nicht. Also da würde ich wirklich gut überlegen. Eine Sache fällt mir jetzt schon noch ein und zwar liegt mir das auch immer nahe. Die meisten verwenden diese Tücher. Also ich habe jetzt vom Hofer, das ist so ein Ombia Reinigungstuch, aber die meisten verwenden so Reinigungstücher zum Abspringen. Die sind wahnsinnig praktisch, vor allem weil man ja meistens so ziemlich alles runterkriegt. Also bis auf Gel-Eyeliner kriege ich meistens eigentlich alles runter. Es ist allerdings so, als empfehlenswert sind die nicht. Werden auch von Make-up-Schulen nicht empfohlen, weil die für die Haut ganz furchtbar sind meistens, auch wenn da sensitiv draufsteht. Wir haben sie zu uns gesagt, naja, euch fällt ja auf, dass da wirklich so ziemlich alles runtergeht. Also man kriegt ja oft mit dem Gesichtsreinigungsmittel viel weniger runter. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, was da drin ist, damit es auch runtergeht. Das heißt, es sind viel schärfere Sachen drin als im Gesichtswasser. Also wenn ihr eurer Haut was Gutes tun wollt, dann schminkt euch bitte. Jetzt fängt es an, jetzt rinnt das Auge so, dass mir die Mascara verläuft und ins Auge läuft. Das ist bei mir so ein Standardding. Leider, man sieht es auch schon. Tut mir echt leid. Ist ein Standardproblem bei mir, weil jetzt einfach das Auge so nass wird. Es wird dann gereizt, nass. Also wenn ihr eurer Haut was Gutes tun wollt, dann reinigt euch nicht mit diesen Reinigungstüchern ab, sondern dann nehmt wirklich so ein Gesichtsreinigungsmittel und macht es mit dem. Das stresst die Haut einfach viel weniger. Ja,
Und ich denke, damit könnt ihr wirklich eure Haut was Gutes tun und ihr habt nicht dauernd gestresste und verunreinigte Haut einfach. Ja, ich hoffe, die Tipps haben euch geholfen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich, weil ich vielleicht jetzt gesagt habe, dass das jetzt nicht so toll ist, wenn man das macht. Aber ich möchte euch einfach Tipps geben, dass eure Haut eben schön ist, dass sie natürlich schön ist, dass ihr auch gar nicht so viel Make-up braucht, weil sie gar nicht so verunreinigt ist. Und ich hoffe einfach, es hat euch geholfen, es waren Dinge dabei, die ihr noch nicht gewusst habt. Und ja, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendwas anmerken wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentarbox unten rein, würde mich total freuen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!